Deutschland steht vor einem Aufschwung. Wir sehen Wachstumsraten von 2,2% in 2015 und in 2016. Das heißt, wir streben jetzt eine relativ dynamische Aufwärtsentwicklung an, die sich auch in einer verbesserten Lage des Arbeitsmarktes niederschlagen wird. Gleichzeitig fließen unter diesen Umständen sehr hohe Steuereinnahmen in das Staatssäckel, sodass die Haushaltslage der öffentlichen Hand in diesem Zeitraum sehr gut bleiben wird. Der Aufschwung ist anders als zu früheren Zeiten sehr viel stärker binnenwirtschaftlich fundiert. Das heißt, insbesondere der private Verbrauch nimmt zu, die Haushalte konsumieren sehr viel stärker, als sie dies noch vor einigen Jahren getan haben. Die Ursache hierfür ist, dass die Lohnentwicklung kräftiger geworden ist. Auch die Einführung des Mindestlohns hat hier einen positiven Beitrag geleistet und das schlägt sich eben in der verstärkten Konsumdynamik nieder. Dies ist auch aus Sicht des Finanzministers sehr positiv, denn eine solche Entwicklung ist sehr steuerergiebig, weil er über die Mehrwertsteuer sehr hohe Einnahmen erzielt. Wenn man den Blick nur auf Deutschland richtet, scheint es wenig Handlungsbedarf zu geben. Aber Deutschland ist keine Insel, sondern eingebettet in das europäische Wirtschaftsgefüge und die Krise des Euroraums ist leider bei weitem noch nicht überwunden. Sie ist sogar noch so gefährlich, dass dieser Aufschwung, den wir vorhersehen, jederzeit zum Absturz gebracht werden kann, wenn die Unsicherheit zum Beispiel durch einen Austritt Griechenlands wieder zunehmen würde. Daher muss das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik derzeit sein, den Euroraum zu stabilisieren. Dazu ist es nötig, dass die Geldpolitik, die jetzt schon sehr, sehr viel tut mit der quantitativen Lockerung, Unterstützung durch eine sehr expansive Finanzpolitik erfährt. Wir müssen auf europäischer Ebene die Investitionen deutlich erhöhen. Das kommt allen Ländern mit einer verbesserten Infrastruktur zugute. Es kommt aber insbesondere den Krisenländern zugute, die auf diese Weise ihre Exporte erhöhen können und sich aus der Krise langsam lösen könnten.